Was auf den ersten Blick so aussieht wie ein Sonntagsspaziergang, ist das obligatorische Abschreiten der Strecke, damit sich die Fahrer den richtigen Weg durch die Pylonen einprägen können. Motorsport-Feeling auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Elbepark. Sportaktivitäten, die traditionell in Magdeburg stattfanden, werden durch die aktuelle Gebührenpolitik des Stadtrates in das Umland vertrieben. Denn 2 Euro Miete pro Quadratmeter sind für einen Motorsportverein mit 35 Mitgliedern einfach nicht zu finanzieren. Ja, wir haben ja heute den zweiten Lauf zur deutschen Meisterschaft als Vorlauf der Region Mitteldeutschland. Sind also Starter aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen am Start und die Vereine vertreten. Wir führen das gleichzeitig als Landesmeisterschaftslauf durch. Das heißt, die Starter aus Sachsen-Anhalt werden also auch für die Landesmeisterschaft entsprechend gewertet, sammeln Punkte hier. Und schon geht es los. Kartslalom. Der Kurs wird vom Veranstalter gestaltet und aufgebaut und vom Schiedsgericht abgenommen. Gefahren wird in unterschiedlichen Altersklassen, Damen und Herren, gemeinsam in einer Wertung. Damit es gerecht zugeht, stellt der MCSAM 2 baugleiche Karts. Jeder Starter bekommt am Anfang seine Startnummer. Im ersten Lauf fahren alle Starter mit ungeraden Startnummern das Kart Nummer 1. Im zweiten Lauf ist es umgekehrt. Die Strecke ist ungefähr 250 Meter lang und muss zweimal umrundet werden. Alles ist genauestens vorbereitet und die elektronische Zeitmessung erfolgt mittels einer Lichtschranke. Ja, die Leistungen sind sehr dicht. Das sehen wir an den gefahrenen Zeiten, die also im Hundertstelbereich nur auseinanderliegen. Gewertet wird ja die Fahrzeit für 2 Runden, letzten Endes abzüglich Fehler für umgeworfene Pylonen oder ausgelassene Tore. Das Leistungsfeld ist sehr dicht und ich sage mal, nach dem ersten Lauf, die Sachsen-Anhalter, na gut, liegen im guten Mittelfeld. Wir hoffen, dass wir im zweiten Lauf in den einzelnen Klassen noch ein bisschen was rausholen können. Denn es kann auch dem Besten passieren, dass er nicht präzise genug lenkt und einen der Kegel umfährt. Für einen gefallenen Kegel gibt es 4 Strafsekunden, für ein ausgelassenes Tor 10. Und die Zeiten, die die Väter vorlegen, werden auch schon von den jüngsten Nachwuchsfahrern erreicht. Einer der besten Magdeburger ist Tim Kruse. Ich bin dazu gekommen, also in der Schule, da war ein Plakat an der Schultür. Ich habe es meinen Eltern erzählt und sie waren damit einverstanden. Wir sind zum Probetraining gegangen. Ja, es hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht. Früh übt sich, was einmal ein Meister werden will. Und alle wissen, dass Michael Schumacher genau so seine Karriere angefangen hat. Auch wenn die eine oder andere mitreisende Mutti sich nicht so sehr für das Geschehen auf der Piste interessiert, Motorsport hat eine ganz eigene Faszination. Und vielleicht haben wir ja gerade einen der kommenden Stars der Fahrerszene gesehen.